Deswegen stelle ich die naive Frage an dich, lieber Patrick. Hat der alte Mann noch mal die Chance, einen Ring an den Finger zu stecken? Das hat er auf jeden Fall. Ich habe mir ja vor 3 Jahren schon erklärt, eigentlich ist er durch und eigentlich sollte er lieber zurücktreten. Aber Tom Brady ist halt auch sehr, sehr smart. Er ist zu einem Team gegangen, wo eigentlich alles in place ist. Er war das Missing Piece. Er ist dazugekommen, hat seinen Kumpel Gronkowski aus der Rente geholt, hat andere Leute jetzt auch überzeugt, weniger Geld zu nehmen, damit die Band zusammenbleibt. Und die Band, die da zurückkommt, wie gesagt, ist sie gleich aus dem letzten Jahr. Björn hat schon richtig gesagt, jetzt kommen sie erst richtig in den Groove. Und die Defense ist grandios. Todd Bowles, erstklassiger Defense-Koordinator. Ich glaube, es könnte ein Super Bowl-Rematch von 21 in 22 geben. Ich grätsch mal immer mit einer Frage dazwischen, Chris, bevor du weitermachst. Weil nicht sportlich, sondern noch eine Frage an dich, Alex. Wo wir jetzt so viel über Bands reden. Muss ich gucken, wer war es? Es war René Bogner, genau. Und zwar will der wissen, warum gibt es denn bei den Kommentatoren auf ProSieben Max keine festen Teams, Play-by-Play-Experte? Weil diese Bands sind ja in den Staaten häufig fest zusammengemixt. Wir mischen da ein bisschen mehr durch. Beschreib mal deine Beweggründe. Interessiert, René. Gute Frage. Es würde uns tatsächlich, glaube ich, auch die Dienstplangestaltung einfacher machen, wenn wir immer feste Teams hätten. Dann wäre es auch ein bisschen einfacher zu planen. Aber wir haben uns ein bisschen zur Philosophie gemacht. Erstens ist es natürlich ein organisatorisches Problem, weil nicht immer alle können. Ne? Das ist auch nur ein Punkt. Aber ich finde es tatsächlich unterhaltsam, mal den Kommentator mit dem anderen Experten zu haben, dass verschiedene Charaktere, verschiedene Sprechweisen, verschiedene Intensitäten, verschiedene Stimmlagen mal miteinander kombiniert werden. Und das ist eigentlich so der Beweggrund bei uns, dass wir verschiedene Teams an den Start bringen wollen, um es für den Zuschauer unterhaltsamer und ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Und da ist es das Inhaltliche wie das organisatorische Thema. Deshalb machen wir das so. Und Icke, du bist ja immer da. Das war. Ich muss übrigens noch eine Sache richtigstellen, Icke, ohne dir zu nahe zu treten. Bitte. Aber ich glaube, Björn ist jünger als du. Natürlich ist Björn jünger. Obwohl er jetzt natürlich viel erwachsener aussieht mit seiner echt übrigens sehr schönen Frisur, wie ich finde. Da stimmt, ich du hast recht, er ist wirklich jünger als du. Ja, ja, insofern. Ich will nur so aussehen wie Jan Stecker. Also geht meine Frage an den Jüngsten der Runde. Björn, du hast gerade gesagt, du erwartest Tom Brady wieder weit vorne, weil du sagst, dass das Team wächst. Was sind denn die größten Herausforderungen, Herausforderer für dieses Team? Die größten Herausforderungen oder der größte Herausforderer? Ja, die größten Herausforderer. Die größten, na, auf jeden Fall Patrick Mahomes, weil er ist ein junger Quarterback, der ein Competitor ist. Du hast Travis Kelce, Tyreek Hill, Andy Reid. Ich bin auch bei Patrick. Ich glaube auch, wir werden wieder die Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers sehen. Und ich glaube, das wird vielleicht sogar auch anders ausgehen, weil die sind so hungrig. Es ist schon schwer, 2 Jahre hintereinander in den Super Bowl zu kommen. Und die sind jetzt dadurch, dass sie da verloren haben gegen Tom Brady, nur noch hungriger als zuvor. Und ich denke wirklich, die schaffen es 3 Jahre hintereinander und haben sogar eine Chance diesmal. Jan, worauf achtest du, wenn du auf die neue Saison guckst? Was sind für dich die spannendsten Dinge, die du erwartest? Neben Cheerleadern, wichtig. Also neben den Cheerleadern jeder großen Ordnung. Ein entwaffneten Lachenstecker. Sehr schön. Achte ich natürlich auf jeden Fall darauf, wer denn sonst noch als Konkurrent in Frage kommt. Weil ich glaube, da sind noch ein paar andere Teams, die tatsächlich eine Chance haben. Die Buffalo Bills zum Beispiel erwarte ich sehr, sehr stark dieses Jahr. Und ich glaube auch, dass die Green Bay Packers, übrigens nur mal ganz kurz, ja, den kleinen Janemann zeigen. Wie er das früher die Farben von Green Bay getragen hat. Natürlich war es nicht das Green Bay-Trikot, aber das war ich in klein, in früher. Hatte ich mir eigentlich das Deko echt aufgebaut. Ja, aber man so kann es nicht sehen. Ich habe es deswegen mal kurz gezeigt. Ja, so ein Zufall. auf jeden Fall werde ich darauf achten, was die Green Bay Packers machen. Denn Aaron Rodgers kann ja gut sein, dass er sein letztes Jahr bei Green Bay hat. Zweimal waren sie im Championship-Game und ich weiß, die haben ganz knapp verloren gegen Tampa. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Tampa mir das nochmal durchgehen lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie der entscheidende Faktor sind, an dem man vorbei muss. Also die werden auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und ich freue mich natürlich auch auf Trevor Lawrence und die anderen Rookies, die in dieser Saison starten. Auf die werde ich auch ein großes Auge haben, gerade was die Quarterbacks angeht. Also ich glaube, wir werden eine Mega-Saison haben und ich bin mir nicht sicher, dass das tatsächlich die Voraussage stimmt vom Coach und vom Björn, dass wieder Tampa und wieder die Kansas City Chiefs im Finale sind. Würde mich natürlich freuen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Bills und die Packers da auch noch ein Wörtchen mitzunehmen. Das gab's doch noch nie, oder?